Yo, was geht ab, mi gente? Ich hoffe, euch geht's gut, auf jeden Fall. Ihr habt mich sehr zahlreich überschwemmt auf Insta, im Livestream, dass ich auf Nader El Chindawi reagieren soll und sein erstes Debüt. Er ist ja, wie ihr wisst, zu Hertha BSC für die zweite vorgesehen und ja, gewechselt. Auf jeden Fall sehr ein cooler Transfer für ihn. Er sagt ja auch des Öfteren, dass er unbedingt, sprich, dass unbedingt sein Traum war, mal für Hertha zu spielen. Kann ich auch verstehen als Berliner. Ja, übrigens, ich habe auch sehr, sehr lange in Berlin gewohnt. Also mit Berlin kann ich mich sehr gut identifizieren. Leute, viel reden. Wir reagieren jetzt aufs Debüt von Nader El Chindawi. Vamos. Heute ist Matchday. Mein erstes Spiel für meinen neuen Verein. Ihr wisst Bescheid. Direkt wieder die Nummer 7 montiert. Chat, ich finde Nummer 7, 10, 11 für Offensivspieler klar noch als Stürmer Nummer 9. Ich finde, das sind so die besten Nummern. Oder was sagt ihr? Kommentiert mal eure Lieblingsnummer unten in die Kommentare. Was ist aber mit dieser Etikett? Ich habe da irgendwas dazu gesehen auf TikTok. Was ist los mit dieser Etikett? This is Raven Beats. Chat, freut mich auf jeden Fall, den Bre bei Hertha zu sehen. Mal gucken, vielleicht Vorbereitung, verletzt sich einer, rutscht er mit rein, kann schnell gehen, Leute, so ist Fußball. Kann sehr, sehr schnell nach oben gehen, aber sehr, sehr schnell auch nach unten. Hoffen wir für ihn, dass es natürlich nur aufwärts geht. Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Ich will ein paar wichtige Worte loswerden, die mir sehr am Herzen liegen. Vor 2 Jahren hatte ich mit dem Gedanken gespielt, aufzuhören, weil ich gesehen habe, YouTube lohnt sich. Ich nutze die Zeit für meine Familie, für die Community und ich hatte Angst, Zeit zu verschwenden mit Fußball, weil sich Fußball bis dahin einmal nicht gelohnt hat. Aber ihr habt mich gepusht, Luisa hat mich gepusht und mein Herz hat mir gesagt, hör nicht auf, mach weiter. Und jetzt stehen wir an einem Punkt, wo wir eine Chance haben. Die Chance ist zwar klein und nicht viele glauben dran, aber wir haben noch eine realistische Chance, was Großes zu erreichen. Und deshalb wollte ich einfach Danke sagen. Die Trikotnummer, womit ich heute gespielt habe, die 7, wird nicht meine Trikotnummer in der Saison sein. Es wird eine andere Nummer sein, die für euch auch erhältlich sein wird. Und mit jeder Unterstützung werden wir dem Verein zeigen können, was wir für eine Power haben. Oh, ich glaube, das wäre so viele, werden sich da den Chindawi-Trikots holen, ne? Also auch marketingtechnisch sehr, sehr guter Move. Und ja, was ihr gesagt habt, stimmt. Auf euer Herz hören, kann ich euch nur sagen. Aus eigener Erfahrung, sehr wichtig. Lasst uns doch mal alles auf eine Karte werfen, Leute. Ich euch und ich hoffe, am Ende wird alles gut. Ihr kennt den Satz: Wenn nicht alles gut ist, dann ist es doch nicht das Ende. Ihr wisst Bescheid. Ja, Mente, ich würde sagen, das war's von Nader El Chindawi. Leider nicht so viel Aktion gesehen, aber trotzdem ein kleiner Clip, kleines Video für euch. Ich würde sagen, schreibt gerne in die Kommentare, wie gesagt, was eure Lieblingsnummer ist auf dem Feld und was ihr denkt. Wird es Nader El Chindawi schaffen bei den Profis? Wir drücken die Daumen, schauen gespannt darauf. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Schreibt mir gerne auf Insta, was ich als nächstes reagieren soll. Und ich bin heute wieder live. Ich denke, heute bin ich ein bisschen früher, so gegen 17 Uhr. Kommt gerne vorbei. Wir sehen uns.